Grundkurs Alte Geschichte, Folge 3, das frühe Griechenland von den Dark Ages bis zur Tyrannis des Pesistratos. Heute beschäftigen wir uns mit den beiden ersten dieser Epochen im antiken Griechenland. Zunächst also das dunkle Zeitalter von ca. 1200 bis 700 vor Christus. Die Vorlesung gliedert sich in drei Teile. Erstens sprechen wir über die dunklen Jahrhunderte, die also auf die Katastrophe von 1200 vor Christus folgten. Dann Kapitel 2, die Entstehung der Polis, also der primären politischen Organisationsform im antiken Griechenland. Und drittens Athen und Sparta im 6. Jahrhundert. Da schauen wir uns an, wie die beiden Vormächte des griechischen Staatensystems im 6. Jahrhundert sich entwickeln und wie sie sich in völlig unterschiedliche Richtungen entwickeln. Zunächst also die dunklen Jahrhunderte. Ich zeige Ihnen hier noch mal ganz kurz den Ausgangspunkt. Das ist die Lage in der späten Bronzezeit. Wir haben hier ein Cluster von großen Imperien, das Hethiterreich im Norden, das Neue Reich Ägyptens im Südwesten und dann das Assyrische Reich in Mesopotamien und dann noch zwei Reiche an der südöstlichen Peripherie und Griechenland im äußersten Nordwesten dieses großen Staatensystems. Das liegt ganz am Rand. Es ist in der Tat eine Peripherie, die aber kulturell, politisch, wirtschaftlich sehr, sehr stark an dieses große imperiale System angebunden ist. Die griechischen Palastzentren, ob das jetzt Mykene oder Pylos oder Theben sind, die stehen in engem Kontakt mit den großen Zentren dieser vorderasiatischen Reiche. Und wie Sie wissen, aus der letzten Vorlesung, das ändert sich alles um 1200 vor Christus innerhalb weniger Jahrzehnte, fast möchte man sagen Jahre. Diese großen Zentren, die gehen nacheinander in Flammen auf, liegen in Schutt und Asche, die Reiche zerfallen zu Staub, das Hethiterreich hört auf zu existieren, das Assyrische Reich wird nachhaltig geschwächt, ebenso das Neue Reich in Ägypten. Diese großen Imperien sind nicht mehr landschaftsprägend und auch in der Westperipherie im mykenischen Griechenland, da stürzen die Palastzentren in sich zusammen. Mykene, Pylos, die Paläste hören auf zu existieren. Allerdings die Orte, die Städte zu Füßen dieser Paläste, die existieren weiter, jedenfalls zunächst. Das dunkle Zeitalter in Griechenland kündigt sich also dadurch an, dass die Paläste der mykenischen Zeit zerstört werden. Das betrifft Tiryns, Pylos, Theben, Mykene. Die Städte aber bleiben überwiegend zumindest weiter besiedelt. Wir nennen das die submykenische Zeit. Da setzen sich zunächst mal ganz viele aus der mykenischen Zeit bekannte Faktoren fort. Auch die materielle Kultur, die Keramik, all das ändert sich zunächst nicht sehr stark. Allerdings beobachten wir, dass die Schriftlichkeit, die Verwaltung, die gesamte Organisation und vor allem auch der Fernhandel und die Produktion, dass das relativ schnell zusammenbricht. Ein Indikator dafür, dass sich auch gesellschaftlich was ändert, sind immer Umstellungen bei Bestattungssitten. Und auch das ist hier zu beobachten. Die Brandbestattung, also die Kremation, löst jetzt in diesem Zeitalter die Körperbestattung ab, also die vorherige Inhumation. Und wenn sich Bestattungssitten ändern, dann ändert sich damit auch immer etwas in der Vorstellungswelt der Menschen. Also insofern können wir davon ausgehen, dass das nicht nur für uns jetzt in der archäologischen Retrospektive eine einschneidende Zäsur ist, sondern für die Menschen selbst auch. Das wurde ganz entscheidend als ein Einschnitt wahrgenommen. Wenn wir uns jetzt anschauen, wo als erstes wieder ein wenig Licht in diese griechische Welt der dunklen Jahrhunderte fällt, das ist die Insel Euboea, die Sie hier, also eingezeichnet ist der Ort Lefkandi und die Insel Euboea, die erstreckt sich ganz dicht vor dem griechischen Festland, also vor Attika, vor Böotien,
in der Ägäis, eine große Insel mit dann später mehreren Städten, die dort gegründet werden. Der Ort, der für uns zunächst hier interessant ist, ist dieser Ort Lefkandi. Das ist der moderne griechische Name dafür. Der antike Name dieser Siedlung ist nicht bekannt. Lefkandi ist deswegen bedeutend. Dort fanden ab 1964 bedeutende Arbeiten der British School at Athens statt, also eine große Grabungskampagne in mehreren Jahren. Und sie hat fast schon sensationell zu nennendes Material zutage gefördert. Also wirklich, das sind die frühesten Zeugnisse, wenn Sie so wollen, eines kulturellen Wiedererwachens Griechenlands in dieser Epoche. Und zwar, was man zutage gefördert hat, ist zunächst ein Langhaus, das sogenannte Heroon, also ein Gebäude, in dem ein Heldenkult begangen wurde. Aber ob dieses Gebäude tatsächlich dem Zweck diente, das ist nicht hundertprozentig sicher. Deswegen sage ich sogenanntes Heroon. Ein circa 50 mal 15 Meter großes Gebäude im Grundriss mit etlichen Gräbern im Innern und einer Apsis im Westen. Es erinnert damit an sehr frühe griechische Tempel. Die Datierung ist protogeometrisch, 950 vor Christus. Die protogeometrische Zeit, die geht dann der geometrischen Periode voraus. Man nennt diese Epochen so nach dem Keramikstil. Wir werden das gleich sehen. Geometrische Keramik, die ist ganz charakteristisch. Protogeometrisch bedeutet also, das ist vor dem Durchbruch dieser geometrischen Keramik. Und der Fundort ist der Ort, die Gemarkung Tumba in der Gemeinde Lefkandi. Und dieses Gebäude, dieses sogenannte Heroon, sieht also folgendermaßen aus. Oben haben Sie das im Foto, so wie sich das heute dem Besucher darstellt. Unten rechts der Grundriss, also ein langrechteckiges Gebäude mit dieser Apsis, dieser ovalen Endung des Gebäudes im Westen. Und dann sehen Sie rechts, sehen Sie Mauerversturz, aber ein wirklich großer Bau, der dafür steht, dass jetzt Gesellschaften eben um 900 vor Christus jetzt wieder in der Lage waren, so etwas zu errichten. Vorher, ab 1200 vor Christus, ist sowas also nirgendwo in Griechenland überhaupt zu beobachten, dass Gebäude von ähnlicher Größe errichtet werden. Und dann, was besonders ist, dass sich eben in diesem Bereich von Tumba auch in der Nekro in verschiedenen, in insgesamt vier Nekropolen, Funde ergeben haben, die darauf schließen lassen, dass hier sich wirklich massiv etwas tut. Ein besonders beeindruckendes Einzelstück ist der Kentaur von Lefkandi, auch circa, also auch ins 10. Jahrhundert vor Christus zu datieren. Ein Keramikobjekt, eine Keramikplastik. Das ist der Kentaur. Da sehen Sie diese typische protogeometrische Dekoration der Keramik. Und dann, was wir auch gefunden haben in den Nekropolen, das sind relativ große Mengen an Goldschmuck, sehr wertvollem Goldschmuck, teilweise oder größtenteils eigentlich aus der Levante importiert, aus dem Raum Phönizien, also dem heutigen Libanon, teils aber auch in Imitation eben der Importe lokal produziert. Oder sieht man dann einen deutlichen Qualitätsunterschied, die Importe aus der Levante. Die sind technologisch deutlich ausgefeilter, also deutlich hochwertiger als dann die lokalen Imitate. Aber man bemüht sich. Das ist ein Indikator für zwei Dinge. Erstens, wenn in einigen Gräbern so ein Goldschmuck gefunden wird, sowas ist natürlich ein soziales Statusmerkmal. Das heißt, wir sehen so langsam, die Gesellschaft differenziert sich wieder aus. Es gibt Eliten, es gibt Leute, die reich genug sind, sich so einen Schmuck, dazu importierten Schmuck, zu leisten. Man kann ungefähr erahnen, was für ein Prestige von so einem Objekt auf die Person ausgestrahlt ist, die das getragen hat. Dann aber auch eben dadurch, dass das teilweise dann lokal produziert war, die Fähigkeit auch bestimmte Dinge wiederherzustellen, die
zwischenzeitlich im griechischen Raum nicht vorhanden war. Also es tut sich jetzt ab dem 10. Jahrhundert vor Christus ganz massiv was. Die Siedlung Lefkandi und die Nekropolen sind bis etwa 825 vor Christus in Benutzung. Danach werden die Nekropolen nicht mehr belegt. Wir beobachten dann auch etwas später einen Niedergang der Siedlung und um 800 vor Christus wird Lefkandi dann erstmals zerstört, dann nochmal wieder aufgebaut, aber im 8. Jahrhundert dann endgültig zerstört und nicht wieder besiedelt. Also diese Siedlung bricht dann ab, aber dafür schießen dann anderwärts in Griechenland neue Städte praktisch wie Pilze aus dem Boden. Ich habe eben schon von der geometrischen Epoche gesprochen. Hier rechts sehen Sie so ein Beispiel für geometrische Keramik, also diese typischen Muster, die in sehr geometrischen Formen abstrakt angelegt sind. Also namensgebend für die geometrische Epoche, das 9. 8. Jahrhundert vor Christus, ist der Keramikstil. Und das ist tatsächlich eine Epoche großen Wandels für Griechenland. Also wie sich das in Lefkandi bereits andeutet, wir beobachten einen stark sich intensivierenden Kontakt mit der Levante, insbesondere mit den Phöniziern, die als Händler nach Griechenland kommen, mit ihren Schiffen dort Waren feilbieten, die von den Eliten sehr dankbar angenommen werden, die treiben dann Handel mit den Phöniziern, kommen so an Prestigegüter, die in Griechenland zunächst nicht hergestellt werden, dann aber eben lokal imitiert werden. Auch das haben wir in Lefkandi beobachtet. Dann dazu addiert sich eine signifikante Zunahme von Gräbern, also ein Indikator dafür, dass die Bevölkerung in dieser Zeit massiv am Wachsen ist. Also wir beobachten ein starkes demografisches Wachstum und einhergehend damit eine Konzentration der Bevölkerung in städtischen Siedlungen. Teilweise geschieht das durch sogenannten Synoikismos, übersetzt heißt das Zusammensiedlung. Das sind also mehrere dörfliche Siedlungen, die dann zusammen eine Stadt bilden. Begleitet wird das Ganze von einer vermehrten sozialen Differenzierung. Also Sie können auch sagen, die soziale Schere klafft auseinander. Wir beobachten das Entstehen von Eliten. In den Händen einiger weniger konzentriert sich mehr Reichtum. Auf der anderen Seite gibt es eben auch mehr Arme im Verhältnis. Und der Bevölkerungsüberschuss, der jetzt durch das demografische Wachstum entsteht, der muss natürlich irgendwo hin. Das geht teilweise durch Binnenkolonisation. Man erschließt also Räume, die bis dahin in Griechenland nicht besiedelt sind. Nun ist aber Griechenland ein relativ armer, karger Raum mit nur sehr wenigen überhaupt landwirtschaftlich nutzbaren Flächen. Große Teile des Landes sind durch massive Gebirge geprägt. Da können sie überhaupt nicht Landwirtschaft treiben, allenfalls sehr extensive Viehzucht. Insofern wird der Platz für diese Leute schnell knapp und eine Möglichkeit ist es, den Bevölkerungsüberschuss nach außen abzuleiten. Und das, was dann daraus resultiert, ist das, was wir die große griechische Kolonisation nennen. Man segelt mit kleinen Schiffen nach Übersee, also an andere Küsten, zunächst mal des Mittelmeerraums, aber dann auch des Schwarzmeerraums und gründet dort neue Städte. Diese Städte sind von Anfang an von ihren Mutterstädten unabhängig. Also die Kolonisten sind von der ersten Minute an völlig auf sich selbst gestellt und müssen dann städtisches Leben von der Pike auf sozusagen organisieren. Hier auf dieser Karte haben Sie das geografisch dargestellt, die große griechische Kolonisation. Alles, was hier rot markiert ist, das ist griechisch. Den Griechen vorausgegangen sind als Kolonisatoren bereits die Phönizier, die sind also aufgebrochen vom Ostrand des Mittelmeers, von der Levante, dem heutigen Libanon. Sie sehen dort gelb markiert einige der phönizischen Städte, Tyros, Sidon. Von da aus sind sie aufgebrochen und haben dann vor allem, Sie sehen das hier, Nordafrika, aber auch Sardinien, den Süden Spaniens und Teile Siziliens besiedelt. Sie sind in relativ kleinen Zahlen über das Mittelmeer gewandert und haben sich dann in der Regel am Rand von bereits bestehenden Siedlungen
niedergelassen. Die Griechen machen das völlig anders, bei denen sind die Zahlen sehr viel größer. Die Phönizier brechen auch hauptsächlich auf, um dann in der Fremde Handel zu treiben. Die lassen sich dort nicht als Ackerbauern nieder, wollen kein Land unter den Pflug nehmen. Auch das ist bei den Griechen völlig anders. Die Griechen siedeln sich in Unteritalien, auf Sizilien, im Balkan, auch teilweise in Nordafrika, sogar in Spanien und dann eben rund ums Schwarze Meer an verschiedenen Stellen an und gründen dann dort ganz neue Städte und mit dem Ziel, sich dort auf Dauer häufig niederzulassen und sich eben auch selber zu ernähren, dadurch, dass man in großem Stil Landwirtschaft betreibt. Also insofern lindert man den Bevölkerungsdruck in der Heimat. Ganz nebenbei macht man damit aber auch eigentlich das Mittelmeer zu einem griechischen Binnenmeer, könnte man fast sagen. Später dann, also wir sind hier im 8. Jahrhundert bei Beginn der Kolonisation, später dann im 5. Jahrhundert, da wird dann Platon sagen, das Mittelmeer, das sei eigentlich wie ein Teich und die Griechen säßen wie Frösche um diesen Teich. Also so verändert sich dann die Perspektive. Doch hier im 8. Jahrhundert ist es also noch eine Welt des Unbekannten und des Rätselhaften und des Neuen. Und wenn man jetzt irgendwo in Korinth oder in Athen in See sticht und an fremde Küsten segelt, dann weiß man natürlich überhaupt nicht, was einen dort empfängt. Wohnen da Leute, die freundlich oder feindlich gesinnt sind? Ist der Boden gut, um da Ackerbau zu treiben? All das weiß man nicht. Man ist auf Informationen angewiesen und man kann sich nur auf einen Umschlagplatz für Informationen verlassen. Das ist das Orakel von Delphi, das große Apollon-Orakel dort. Dort holt man Auskünfte ein, wenn man sich über das Land erkundigen möchte, das man da jetzt kolonisieren will. Wir zoomen jetzt etwas dichter ran, hier an Italien. Das Ganze beginnt um die Mitte des 8. Jahrhunderts am Golf von Neapel. Der erste Punkt, wo sich Griechen niederlassen, das ist hier Pithecusae, das ist das heutige Ischia. Und dann etwas später, also auf einer Insel, und dann etwas später auf dem gegenüberliegenden Festland in der Stadt Kyme, das sind die ersten griechischen Ansiedlungen. Pithecusae ist noch ein wirklich multikultureller Außenposten. Da lassen sich Menschen aus allen Teilen des östlichen Mittelmeers nieder, vorwiegend um da Handel zu treiben. Es gibt dort auch Phönizier. Die Griechen sind da also Seite an Seite mit anderen Fremden. Doch dann schon ab der Gründung Kymes und dann folgen sehr schnell die anderen Kolonien hier in Unteritalien und auf Sizilien. Da ist es dann ein rein griechisches Projekt. Aber jede Stadt, die gegründet wird, ist eben ab Minute 1 tatsächlich ein unabhängiges politisches Subjekt und es hängt nicht mehr in irgendeiner Weise an der Mutterstadt, von der aus diese Stadt dann gegründet wird. Ein Niederschlag der großen Kolonisation findet sich im Mythos. Wir haben dann haufenweise reisende Helden, Leute, die aus ihrer Heimat aufbrechen, auf Schiffen über See fahren, große Abenteuer erleben und dann heimkehren. Solche reisenden Helden haben den großen Vorteil, dass sie im Mythos verschiedene Teile einer jetzt größer werdenden Welt miteinander verknüpfen können. Und die Leute, die an unterschiedlichen Enden dieser Welt leben, die können sich in diesen reisenden Helden wiederfinden und können sagen, ja, hier bei uns, da war auch mal ein Herakles, ein Odysseus oder eben ein Jason. Und insofern sind diese Helden und die Reisen der Helden, das sind so etwas wie Bindfäden auf der Landkarte, die dann verschiedene Orte miteinander verknüpfen und deren sehr unterschiedliche Identität Ausdruck geben, aber auch diese Identität wiederum verstärken, wie so Resonanzböden. Die erste Figur, über die ich mit Ihnen sprechen möchte, das ist Jason, der Sohn des Königs von Iolkos, Anführer der Argonauten. Die brechen mit dem Schiff Argo auf, um im Land Kolchis das goldene Vlies zu finden. Was sich dahinter nun eigentlich verbirgt, das bleibt etwas rätselhaft. Moderne Forscher meinen, das könnte eben einfach der Reichtum dieses Landes sein, dadurch, dass da eben Ackerboden, auf dem man Getreide, das dann zur Erntezeit so golden schimmert, noch und nöcher ernten kann, dass es einfach darum geht, also die Griechen brechen auf, um im Land Kolchis, also am Ostrand des Schwarzen Meeres, vielleicht im heutigen Georgien oder Armenien, das goldene Vlies zu suchen,
und damit eben frei zu sein von den bedrückenden Sorgen der Landnot im griechischen Mutterland. Jason fährt also mit seinen Gefährten nach Kolchis. Er schafft es tatsächlich, dort das goldene Vlies in seinen Besitz zu bringen. Schlüsselfigur dafür, dass ihm das gelingt, ist die dortige Königstochter Medea, also eine lokale Dame, in die er sich prompt verliebt, die er dann dort heiratet und mit der er nach Iolkos zurückkehrt, mit Medea und dem goldenen Vlies. Jason könnte also jetzt eigentlich als strahlender Held in die Heimat zurückkehren, dem ist aber nicht so. Die Rückkehr endet vielmehr in der Katastrophe. Erstens, in Iolkos haben sich mittlerweile die Machtverhältnisse geändert. Der Vater von Jason ist vertrieben worden, abgesetzt worden, durch einen anderen König ersetzt worden. Und Medea, die also in jeder Hinsicht handelt wie eine völlig irrational gesteuerte Barbarin, tötet diesen König von Iolkos aus Rache. Und die beiden müssen fliehen und flüchten sich nach Korinth. Dort zerbricht die Ehe unter anderem deswegen, weil Medea eben als Barbarin systematisch diskriminiert wird in Korinth. Jason trennt sich von Medea, heiratet die lokale Königstochter Glauke und Medea rächt sich dann an Jason, indem sie ihre eigenen Kinder von Jason tötet und auch Glauke tötet. Diesen Stoff hat wunderbar Euripides in seiner Tragödie Medea bearbeitet. Also im Grunde genommen ein Reiseabenteuer, in dem auch immer wieder von Fremdheit die Rede ist, in dem es aber auch schließlich auch um Gerechtigkeit für Medea geht. Denn Euripides behandelt den Stoff so, dass Medea eben wirklich jemand ist. Ja, sie handelt barbarisch, aber sie ist auch jemand, dem wirklich übel mitgespielt wird in dieser Geschichte. Der zweite Reisenheld, den kennen Sie alle, das ist Odysseus, der König von Ithaka, einer der großen griechischen Helden im Trojanischen Krieg, der Erfinder, wenn Sie so wollen, des trojanischen Pferdes, mit dem die Griechen es dann tatsächlich schaffen, Troja einzunehmen und diesen Krieg für sich zu entscheiden. Odysseus wird immer als der Listenreiche bezeichnet, also jemand, der nicht wie Achill mit nackter Gewalt und sozusagen so einem heroischen Berserkertum Probleme löst, sondern der den Kopf einschaltet. Nach dem gewonnenen Krieg wird Odysseus, weil die Götter ihm noch böse sind, dann auch